Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich gerne mit euch die Tarotbox anschauen. Das ist einmal diese hier, die sieht etwas anders aus jetzt, ne? Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich bekomme die Taoasis Tarotbox in der Kooperation vor... meine Güte reden, in der Kooperation zugeschickt, um sie hier vorstellen zu können. So, genau. Und die erscheint wohl alle 2 Monate. Die Boxen sind immer super schnell ausverkauft. Also meldet euch am besten zum Newsletter an und dann bekommt ihr eine Benachrichtigung, sobald die Boxen verfügbar sind. Und dann kann man sich die entsprechend kaufen. Die haben nämlich immer einen recht schönen Warenwert hier drin, sodass man da einfach mal in dieses ganze Duftsortiment von Taoasis eintauchen kann. Und das finde ich ganz schön gemacht. Genau, so sieht sie aus, ne? Das ist jetzt so ein schöner Pflaume Ton. Dann steht die Taobox drauf. Ich finde es hübsch, mochte die andere Box aber auch sehr, sehr gerne leiden. Das ist jetzt ein bisschen platzsparender unterwegs. Da war jetzt auch eine Zeitschrift mit dabei, Rose and Mary. Wir lieben Düfte Nummer 7, innere Stärke. Da kann man dann auch so ein bisschen für die Aromatherapie mit der Aromatherapie zusammen was machen. Mehr Leichtigkeit im Leben, Fastenverzicht und Fastenverzicht, der gut tut. Das kannst du dir abschminken, kreiere dein duftendes Yoga-Erlebnis. Okay, ja, ich muss mir auch eine Sportart überlegen, die ich dann als junge Mutti machen kann. Ich denke, dass es auch auf irgendeinen Online-Kurs oder so hinauslaufen wird bei mir, ne? Und jetzt muss ich erstmal den Klebe hier aufschneiden, Mensch. So, das ist ja noch alle zu. Sammy, was meinst du? Hm? Was ist das denn hier? Da kommt der kleine Mann um die Ecke. So, ich habe die Box jetzt einmal aufgemacht, aber ich finde es ehrlich gesagt gut, dass wir eine andere Boxengröße haben, denn bei den letzten Boxen haben wir tatsächlich auch immer wieder gemerkt, dass die Produkte, die da drin waren, wirklich kleiner waren und man eigentlich mehr Verpackungsmaterial als Produkte bekommen hat und dann ist es sinnvoll, das anzupassen. Auch wenn man damals auch noch sehr, sehr große Produkte mit drin hatte, was ich immer sehr cool fand. Egal. So, in deiner Taobox steckt ganz viel Frühlingszauber. Frühlingszauber scheint hier auch das Motto zu sein. So schaut das Ganze aus. Dann haben wir hier auch den Blick in die Box. Und da lachen uns schon die ersten Produkte vom Duft her an, aber auch von der Optik her. Ich würde aber sagen, dass ich hier erstmal schaue, was sich die Boxenpacker so gedacht haben. Die liebe Celine hat hier auch was reingeschrieben. Erfahre mehr über den Inhalt deiner Taobox und sichere dir zusätzliche 20% Rabatt auf den nächsten Einkauf. Die Natur erwacht aus ihrem Winterschlaf und auch wir stimmen uns auf die warmen Monate ein. Und was darf nicht fehlen, um so richtig in Frühlingsstimmung zu kommen? Natürlich, die passenden duftenden Begleiter. Da kommt die aktuelle Taobox gerade recht, denn die beinhaltet wertvolle Kostbarkeiten aus der Natur, die bei dir zu Hause garantiert für jede Menge Frühlingszauber sorgen. Ob Raumbeduftung, Aromakosmetik oder Aromaküche, die enthaltenen Produkte vereinen das Beste aus dem Taoasis-Sortiment und sorgen für Frühlingsgefühle in jeder Lebenslage. Wir schauen jetzt zuallererst mal rein. Da habe ich hier erstmal ein Blütenzimmer. Etwas Krümelpapier, was daneben fällt. Genau. Blühende Träume wünscht die Landesgartenschau. Wo findet die denn dieses Jahr statt? In Höxter an der Weser. Na guck. Schaut einmal so aus. Und da scheint ein Duftsäckchen drin zu sein. Ach schön. Pflanzenkraft für süße Träume. Der Naturduft Schlafgut sorgt mit 100% naturreinen ätherischen Ölen aus Lavendel, Orange und Vanille für eine beruhigende Wohlfühlatmosphäre, in der das Loslassen und Entspannen leicht fällt. Ergänzt um ein Stoffsäckchen, gefüllt mit echtem Lavendel, beinhaltet dieses Duftset alles, was es für eine ruhige Nacht braucht. Super! Ich verwende ja auch gerne Kissensprays und da kommt sowas wirklich gut. Süß, ne? Und das riecht schon nach Lavendel. Lavendel ist übrigens auch super, und das könnt ihr euch direkt merken, und alle werden jetzt Lavendel pflanzen, gegen Spinnen, Mücken, Motten. Und wenn man sowas zum Beispiel im Balkonkasten oder so direkt vor dem Schlafzimmerfenster hat, dann hat man damit nicht so die Probleme. Ne? Oder halt so ein Säckchen im Schrank ist auch immer eine ganz gute Sache. Wir haben sehr viel Lavendel bei uns. ja, und hier habe ich dann auch den Duft. Also einmal das Säckchen und der Duft. Und genauso kann man das Set halt online bei der Taoasis Homepage auch nachbestellen. Ich werde es aber in Anwendung nehmen direkt. Also ich finde es richtig, richtig cool. Ne? Mega. So, als nächstes habe ich hier drin Calendula. Richtig schön. Basisöl für die Schönheitspflege und Aromamassage von Taoasis. Also Ringelblume haben wir am Start. 50 Milliliter. Jetzt aktuell verwenden wir sehr viel mit Ringelblume. Oh mein Gott, habe ich vorher nie so gemacht.
Aber wenn du ein kleines Kind hast und wir Lederprodukte verwendest, da ist ja überall Ringelblume mit am Start. Also ja, mittlerweile weiß ich das auch anzuwenden. Und jetzt gerade haben wir tatsächlich auch von Tao Oasis das Mandelöl in Anwendung bei ihm. Ja, aber dann werden wir demnächst mal das Calendulaöl verwenden können, ne? Ist ja auch super. Und so ein Öl verwende ich persönlich, je nachdem wie schnell das auch einzieht und so, gerne bei mir an den Oberschenkeln so. Präventiv gegen Zellulite oder halt auch, ja, ich habe ja auch Schwangerschaftsstreifen, die kommen ja nicht von der Schwangerschaft, sondern vom Wachstum, von zu schnellen Wachsen. Und die habe ich damit sehr gut auch schon aufhellen können. Kann ich auch immer wieder nur empfehlen. Dann habe ich hier ein SOS Aroma Roll-On. Sowas verwende ich eher weniger. 10 Milliliter sind hier drin mit Neroli, Manuka und Pfefferminze. Und sowas gibt dann halt dementsprechend ein bisschen Chillness meistens, wenn du solche Produkte halt mit drin hast, ne? Und ja, dünn auf Schläfen, Handgelenken oder Fußsohlen abrollen. Und ja, kann man, ne? Ich bin da halt nicht ganz so, mache ich nicht so, aber andere Sachen verwende ich dafür dann einfach lieber. Hier haben wir ein Raumspray mit Limette, Lemongrass und Orange. Viel Kraft, auch das ist immer wieder mit dabei, dass wir ein Raumspray bekommen. Ich mag nicht so gerne zitrische Düfte, deswegen wird das auch nicht bei uns bleiben, aber das ist nicht schlimm. Man kann das natürlich auch nehmen, wenn man jetzt nicht, wenn man zu faul ist, um ein Raumspray zu sprühen. Auch sowas soll es geben. Dann nimmt man das einfach, füllt das in so ein Pöttchen, wo du vorher so Duftstäbchen-Gedönsen drin hattest, ne? Machst die Duftstäbchen wieder rein und dann verteilt sich das ja von alleine im Raum. Auch das ist eine Möglichkeit, habe ich tatsächlich auch schon das ein oder andere Mal gemacht und kann ich auch einfach empfehlen zu machen. Da eignen sich die Produkte von Tao Oasis wirklich für. So, und dann habe ich hier noch zwei Öle mit drin. Und ein Glückskeks. Wie cool ist das denn? Okay, aber ich glaube, das wäre es dann auch schon gewesen. Okay. Einmal habe ich hier Limette drin. Es gibt hier nämlich auch tatsächlich so Öle, die du essen kannst. Und da gehört das hier, glaube ich, auch zu, ne? Ja. Zum Würzen und Aromatisieren von Speisen und Getränken. Limette. Und sowas kannst du dir zum Beispiel im Mineralwasser reinmachen. Dann hast du einfach Mineralwasser mit einem Hauch von Limette, was ich auch mal so zur warmen Jahreszeit ganz erfrischend finde, wenn man draußen im Garten arbeitet und da einfach mal so ein bisschen Limettenduft mit dabei haben möchte. Und dann haben wir hier auch noch den Frühlingszauber mit drin, der natürlich total passend ist. Und da haben wir die Göttin Demeter, glaube ich, drauf abgebildet, wenn ich das richtig sehe. Ja, einfach ein Frühlingsduft, der jetzt einfach in diese Box auch mit reinpasst. Das finde ich auch ganz hübsch. Was haben wir denn hier drin? Ätherische Öle mit Neroli, Iriswurzel und Grapefruit. Das ist auch schön. Und das kannst du zum Beispiel auch mit in das Öl reinmischen und dann zur Aromamassage verwenden. Oder auch in das Duftsäckchen als Raumduft verwenden. Ne? Ist wirklich schön. Und last but not least habe ich hier einen Glückskeks, eine Portion Glück für dich von Tao Oasis. Sowas finde ich doch schön. Ich würde sagen, den kann ich doch jetzt auch mal direkt aufmachen. Da kann ich euch sagen, was dann quasi meine Glücksbotschaft wäre. Okay. Und den werde ich natürlich auch gleich essen. Ich mag gerne Glückskekse, tatsächlich. Glück ist die Summe kleiner Freuden. Ja. Ach, guck mal. Und hier haben wir einen Gutscheincode, der aber leider nur bis zum 31.03.2023 gültig war. Jetzt brauche ich aber noch eine Zeitmaschine. Also ja, Glück ist die Summe kleiner Freuden. Das ist doch schon mal ganz nett. Das stimmt tatsächlich. Und ja, das hier wäre jetzt einmal die Tao Oasis Tao Box gewesen. Ich persönlich bin nach wie vor der Überzeugung, dass Tao Oasis in der Vergangenheit deutlich schönere Boxen rausgebracht hat und irgendwie mittlerweile die Boxen nicht mehr so stark sind, wie sie mal waren. Also wir hatten da so richtig Aromadiffuser und so mit drin. Also irgendwie. Es fehlt mir. Es fehlt mir einfach. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das so seht, ne? Ja, ansonsten wäre es das hier gewesen. Wenn es euch hier gefallen hat, dann lasst mir super gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings der Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich super gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!